Hi Leute und willkommen zurück bei Blood and Wine. Ja, ich bin schon mal offscreen zurückgereist, damit wir nicht ganz so lange warten müssen. Oh, und diesmal ist die Tür auch hier offen. Sehr schön. Dann gehen wir gleich zurück zu Regis. Zutaten sammeln, sehr gut. Wo müssen wir denn hier lang? Regis, wo bist du? Hier und dann hier hoch. Und, ah ja, hier sind wir richtig. Sehr schön. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Spiel mir es mir etwa nach, glaubst mir nicht. Hast du mir deine Spione hinterhergeschickt? Meine Beobachter. Wäre etwas schiefgegangen, hätte ich rasch eingreifen können. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Nee, das wärst ja du. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Für wen jetzt genau? Wieso gefährlich? Du bist doch dann noch du selbst, oder? Ja, oder? Aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Na, ob das gut geht. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Bitte? Tesha Mutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeih den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Tesha Mutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Das klingt toll. Keine Zeit zu verlieren. Tesha Mutna,
Bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Ja, bitte? Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Ja, ich merk schon. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Tesha Mutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf. Und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Oh Mann, ey. Worauf haben wir uns da nur eingelassen? Bin mir nicht sicher, ob das die beste Wahl für das ganze Zeug ist. Für den Resonanzabsud. Oh Mann. Ich fürchte, gleich müssen wir noch gegen Regis kämpfen. Ich hoffe, es bewahrheitet sich nicht, aber naja, wie wir den Witcher kennen. Naja, ne? Ihr wisst ja selber. Regis tot, wir müssen unseren eigenen Absud herstellen. Und die beiden buggen sich gerade ordentlich hoch. Voll gut. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Na gut, dann los. Geh voran. Hast du nicht gerade gesagt, geh voran? Jetzt gehst du vor. Ach, egal. Platzer, wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Für mich, ja. Toll. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus. Ja, wir hören gleich über den Entriegelungsmechanismus. Erstmal speichern wir. Ganz wichtig. Bevor ich Regis den Kopf einhauen muss. Auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgehaucht. Ich hoffe, wir gehören nicht bald auch dazu. Da habe ich so einiges gegen. Aber das ist schon eine geile Ruine. Kann man ja nicht anders sagen. Für wen? Ach, dieses Kapitel unserer Geschichte ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Ich will die Dämonen der Vergangenheit lieber nicht beschwören, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht die Idee. Hübsch hier. Aber wozu all die Käfige? Du hast nur einen Vampir erwähnt. Tja, also, meine Vorfahren waren nicht gerade humanitäre Überflieger. Sie befanden es als geeignete Strafe für Kahagma, Blut riechen, aber nicht erlangen zu können. Also hielten sie hier Menschen, die sie langsam zur Ader ließen. Kahagma wütete und tobte, während sie verbluteten. Sie haben sie wie Objekte behandelt. Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen oder die Sache leugnen, aber
Ich kann beides nicht. Ich kann mich nur für meinesgleichen schämen. Nimm es nicht so schwer. Du hättest nichts daran ändern können. Machen wir uns an die Arbeit. Wirklich? Jawohl, ja. Na schön. Ich habe den Köder vorbereitet. Sei so gut und leg ihn aus. Am besten an den Tunneleingängen. Da breitet sich der Geruch schnell aus. So soll es sein. Sieht die Köder beim Tunneleingang aus, dann wittern die Monster sie schneller. Wenn ich daran denke, wie die Tunnel hier entstanden sind, ekelhaft. Aber nur natürlich. Ein Ort, an dem es so nach Tod stinkt, zieht Nekrophagen an. Ja, das glaube ich leider auch. Warum kann ich das jetzt nicht hier hinlegen? Warum? Alter, bin ich jetzt gerade. Nein, bin ich nicht festgepackt, dachte ich gerade. So. Einfach mal eine Runde Art und jetzt kann man Köder auslesen. So, zwei haben wir, zwei noch möglich. Der liegt auch. Drei erledigt, eins übrig. Meinst du, es funktioniert? Das hoffe ich doch. Der Fleischgestank ist so heftig, der muss bis Novigrad reichen. Das kann auch nur ein Vampir sagen. Ah, herrlich. So. Sprich mit Gregis, wenn du im Kampf bereit bist. Ich denke, das bin ich. Hoffe ich. Köder ausgelegt. Und jetzt? Ich gehe in den Käfig. Du musst mich anketten. Die Legierung der Stäbe wird mich daran hindern, mich in Nebel zu verwandeln. Ich dachte, das würdest du auch nicht wollen. Ich werde große Schmerzen haben und nichts wollen, als dass sie aufhören. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Beeilung! Die Biester haben die Fährte gefunden. Außerdem ist mir schwindelig. Liegt das am Blut? Wer nie vampirischen Blutdurst erlebt hat, weiß nicht, was Durst eigentlich ist. Viel Glück, Regis. Viel Glück uns. Jetzt geht's los. Vielleicht brauchen wir eine Parole. Du weißt schon, du sagst sie, wenn du es nicht mehr aushältst. Und was, wenn ich es sage? Ich weiß nicht, ich beruhige dich irgendwie. Wir müssen da jetzt durch. Aha, Regis hat das Blut gebracht. Da sind gerade ein paar viele hier, die hier kommen. Vor allem das eklige ich spring auch genau in den Platz da rein, ne? Alter. Wie unlustig ist denn das, bitte? So, der Platz jetzt gleich. Alles klar. Ich muss mal drauf achten. Das war ein tödlicher Stoß irgendwo, ja? Scheiße. Cool. Mehr. Okay, weg. Da kann der Platzer die mal alle töten und zumindest ein bisschen verhauen. Ist das unlustig? Ist das unlustig? Oh Gott. Oh, weg. Living Colors sind hier. Boah, sind das viele. Habe ich schon mal irgendwas von unlustig erwähnt? Ich glaube schon, ne? Verzeiht, Leute, wenn ich hier gerade keine konstruktiven Kommentare machen kann während dieses Kampfes, aber ich bin erstens selber gleich tot, sehe ich gerade. Ei, ei, ei.
So, der Flatterer, hoffe ich, verabschiede sich gleich. So, der Blutlust von Regis ist jetzt eigentlich schon ziemlich hart. Scheiße, haut er mich weg. Okay, das war, glaube ich, der letzte, den ich nehmen konnte. Jetzt noch eine Zwiebel dazu. Ich kann jetzt erstmal nur noch ausweichen, mehr geht gerade nicht. Regis, mach doch mal hin da! Eine Metamorphose wäre gut! Alter, leck mich doch am Arsch! Leck mich doch einfach alle am Arsch! Wer denkt sich denn sowas aus? Ich muss den erstmal hier entlocken, sonst komme ich nicht auf die Ghoul klar. Okay, ein Ghoul weniger. Alter, das ist nicht Regis, oder? Oh Gott, Leute. Oh Gott, mein Herz ist fast stehen geblieben. Ei. Das Blut trocknet bald. Dann macht der Geruch die Angst. Ich bring dich hier raus. Oh ja, bitte. Schnell raus hier. Ich habe genug von dem Ort. Ja. Zustand kannst du ihn nicht fertigstellen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Kipp das Ding da rein und dann bringen wir das. Alter. Mein Controller hat gerade ein bisschen gelitten, meine Nerven haben gelitten, mein Blutdruck sowieso und Gott, oh Gott, so viele Monster auf einen Haufen. Wie ich sowas hasse. Wird es besser? Nicht gerade prickelnd. Es wird eine Weile dauern, bis ich mich erholt habe, aber etwas besser, ja. Danke. Alter, Absud fertig. Der Resonanzabsud ist fertig. Bist du sicher, dass du das Rezept befolgt hast? Genaue Maße, präzise Kochzeiten? Es ist wichtig, Geralt. Die geringste Abweichung kann sogar einen Hexer fertig machen. Entspann dich. Ich habe etwas Erfahrung im Tränkebrauen. Also gut. Dann fangen wir an. Entschuldigung. Es dauert nur einen Moment. Du hast dich vorgedrängelt, Herr. Aber werter Graf, versteh doch, ich habe eine Sitzung. Immer. Herr, du warst der Nächste. Bitte, nimm Platz. Dieser Herr war zuerst hier. Zurück, sonst bereust du es. Ach, ich wusste nicht, dass er dein Freund ist, Graf. Thank you.
dann habe ich ihm gesagt, er soll sich wegscheren. Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Dem haben wir es gezeigt. Nicht wahr, Detlef? Aber Mutter bestand darauf, dass wir die Mühle kaufen. Komisch, oder? Na, immerhin habe ich Freunden und Mitarbeitern was zu erzählen. Vergib mir. Was? Endlich bist du wach. Du hast dich gewunden wie eine Schlange. Ich dachte schon, das wären Todeszuckungen und es würde dich erwischen. Angenehm war das wirklich nicht. Aber es hat funktioniert. Was hast du gesehen? Delacroix. Sein Tod war keine Bagatelle. Offenbar waren Detlef und er Freunde. Und trotzdem hat Detlef ihn umgebracht und seine Leiche zerteilt. Und dann war er ganz verzweifelt. Und Schuld zerfressen. Er hat sich die Hand abgehackt, mit der er ihn umbrachte. Interessant. Sieht dem Detlef, den ich kenne, gar nicht ähnlich. Was hast du noch gesehen? Ich sah, wie Delacroix etwas Freundliches für Detlef tat. Das wird wohl der Beginn ihrer Freundschaft gewesen sein. Aber sicher bist du nicht. Es war nichts Besonderes. Eine ganz alltägliche Situation. Diese Visionen sollten doch an starke Gefühle geknüpft sein. Die Situation hat offenbar starke Emotionen in Detlef hervorgerufen. Bedenke, dass er Delacroix später getötet hat. Jemanden zu töten, an dem einem liegt, das ruft starke Emotionen hervor. Darin unterscheiden Vampire sich nicht von Menschen. Hast du sonst noch was gesehen? Etwas ist zweimal aufgetaucht. Ein Schuhputzer stand. Detlef und Delacroix haben sich dort zum ersten Mal getroffen. Und Detlef ist nach dem Mord nochmal hingegangen. Seltsam. Der Stand war irgendwo im Hafenviertel. Und der Schuhputzer schien Detlef zu kennen. Das wäre noch merkwürdiger. Vielleicht sollten wir mal mit dem Burschen reden. Nicht, dass ich den Durchbruch erwarte. Aber er ist die einzige Spur. Ich rede mit ihm. Kommst du mit? Ich stoße später zu dir, wenn es dir nichts ausmacht. Ich fühle mich noch nicht stark genug, um rauszugehen. Kein Problem. Ruh dich aus. Ich komme zurück, sobald ich etwas weiß. Sehr gut, Leute. Oh, wieder 1000 Erfahrungspunkte. Das ist, wäre Level 43 gerade geworden. 44? Das geht ja gut voran hier. Auf jeden Fall möchte ich jetzt eigentlich erstmal hier raus. Ich guck mal ganz kurz. 44, jawohl. Und so die Hälfte davon schon. Das geht gut ab. So, zum Ende der Folge möchte ich, wie schon gesagt, nochmal eben kurz nach Corvo Bianco zurück. Ich weiß leider noch nicht ganz, wie ich hier rauskomme. Hier jedenfalls nicht. Das war der Grufteingang.
dum 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 dum. So. Hier vielleicht. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich hier rauskomme, aber hier rechts. Ja, ja, genau und hoch. Ja. Ja, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel und so. Da ist auch der Schnellreisepunkt, da wollen wir nochmal hin. Und dann ab nach Corvo Bianco. Wir wollen mal gucken, wie es jetzt unserer Weinplantage geht. Beziehungsweise, ob wir da noch irgendwas machen können. Das weiß man ja nicht so genau. Ich fände es ja ziemlich cool, wenn das Housing noch ein bisschen vorangetrieben wird. Obwohl wir das Achievement ja schon bekommen haben. Vielleicht ist es aber nur so ein Grundachievement. Und man kann danach noch einiges mehr machen. Vielleicht sowas wie, man bekommt eigenes Einkommen. Oder man bekommt besondere Boni auf irgendwas. Man weiß es nicht. Oder man bekommt seltene Kräuter. Oder so. In der Kräuterplantage. Also. Wie gesagt, man weiß es ja alles nicht. Deswegen machen wir nochmal eben ganz kurz das Quest an. Zu Hause ist es doch am, wie auch immer, am schönsten. Nee, das nicht. Das. Jawohl. Und dann können wir auch gerade noch. Ah, hallo Plötze! Du hast also einen schönen Stall, das ist sehr geil. Ist der Rüstungsschmied hier oder ist es nur der Schleifstein? Das ist nur der Schleifstein hier. Klein, aber wer würde seine Weine nicht kennen? Ich zum Beispiel. So, rein hier. Basabas Basilius, schön, dass du da stehst. Ich möchte kurz mit dir reden. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr, aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Gerne. Sicher. Lasst uns feiern. Nicht. Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, Jahrgang 1250. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Das sehe ich ähnlich, ne? Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marivkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Das klingt ja so, als hätten Monsieur Boulius und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Oh ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn ich irgendwann mal alt bin. Okay, ich bin alt, wenn ich noch älter bin. Zu Hause ist es am schönsten abgeschlossen wahrscheinlich. Jawohl. Und Barnabas Basilius ist eingeschlafen. Sehr schön. Na gut, Leute. Dann soll es das aber für diese Folge gewesen sein. Barnabas Basilius ist in der Pause. Ich mache Pause. Gerald darf auch gerne mal Pause machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir irgendwas machen, wir müssen gucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Und bleibt mir treu, bleibt uns treu. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Blood and Wine. Macht's gut. Ciao, ciao.